Dankeschön. Und von Norwegen, ist es nicht weit nach Schweden. Hier ist Agnetha Fältskog. Jag släffar ju alla fjärnorsken Drottningholmen, Stockholm. Jag släffar Leoparan i Flatlo. I'm sorry, but that's not Swedish. Naja, irgendwann mache ich dann auch mal ein vernünftiges Interview. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Im frühen Morgengrauen, der Tag ist aufgewacht. Da schlupf ich in die Küche, noch völlig abgeschlafft. Ich toaste meine Socken, weil nichts im Kühlschrank ist. Wo ist die Zeitung jetzt? Die hat der Hund zerfetzt. Plötzlich höre ich Klopfen, Husten. Mensch, mir wird heiß. Ich schwör bei meiner Oma, auf der Stirn stammt mir Schweiß. Die Tür springt auf, da steht was, das hat kein Geweih. Es ist kein Kakadu, nicht mal eine Kuh. Es ist ein Känguru, oh Mann, ein Känguru. Schubidu, ich und das Känguru, das
mein Hanilein? Darf ich dir beim Geschirr abräumen helfen? Aber gerne, mein Spatzi. Ja, mein Hanilein? Hilfst du mir jetzt auch beim Zusammenkehren? Tschüss!